Es ist schon wieder passiert, liebe Freunde. Was soll ich sagen? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Zuschauerpost-Video. Wieder mal habe ich Post bekommen und diesmal von dem lieben Wade Barrett 91. Der guckt schon jahrelang bei mir zu. Und jetzt hat er auch gedacht, komm, jetzt schreibe ich schon Alex mal an. Ich hätte ihm auch gerne was geschenkt. So, und was soll ich sagen? Jetzt liegt hier kurz vor Ostern ein Päckchen. Heute ist übrigens Samstag, wenn man so will, Ostersamstag. Das stimmt gar nicht. Ich erzähle Scheiße, heute ist Karfreitag. Aber macht auch nichts. Ich bin ein bisschen durch den Wind. Ja, das ist das wunderschöne Päckchen, was er mir geschickt hat. Und ich habe schon mal so ein bisschen gefühlt. Es fühlt sich an, als wären zwei Sachen auf jeden Fall da drin. Zwei Sachen fühle ich und ich höre sogar was. Hört mal. Wollen wir das hören? Nochmal. Also da klappert auch irgendwas drin. Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe mich überraschen lassen komplett. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und ich bin gespannt, was du mir da bereitet hast. Ja, genau. So, wie gesagt, Wade Barrett 91. Der Link ist natürlich auch wieder in der Beschreibung drin. Und schon mal vielen Dank im Voraus. Ich bin echt gespannt, was mich da jetzt erwartet. Ich werde das jetzt einfach mal hier aufschneiden. Und dann werden wir nach und nach das da rausholen. Ich werde einfach nur mal mit der Hand gleich fühlen, ob da vielleicht irgendwie noch ein Zettel bei ist. Den werde ich natürlich dann zuerst lesen. Aber das muss natürlich nicht sein. Aber vielleicht werde ich ja irgendwie seelisch noch auf irgendwas vorbereitet oder so. Deswegen möchte ich mich ja nicht spoilern oder mir die Überraschung verderben. So, auf ist das Päckchen. Und ich fühle. Ja, eins, zwei. Ich fühle zwei Sachen. Einen kleinen Moment, jetzt sagt mir nämlich gerade hier mein Laptop, dass ein Virus entdeckt wurde. Wie schön. Ja, den kannst du bitte entfernen. Aber solange du bitte meine Kamera nicht unterbrichst, meine Aufnahme, ist alles in Ordnung. Mach du mal. So, also ein Zettel. Oh! Eieiei. Ein langer Zettel, ein schöner Brief. So. Moin Alex. Deine Let's Plays sind sehr unterhaltsam. Die Arbeit muss belohnt werden. Vor allem deswegen, weil ich dich durch das erste Frontschwein-Let's Play kennengelernt habe. Ach, guck mal an, so lange bist du schon bei mir. Frontschweine. Ich glaube, das war mein viertes oder fünftes Let's Play. Das fünfte könnte das gewesen sein. Das ist schon eine Zeit lang her. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Diese Verpackung enthält folgende Geschenke. Punkt, Punkt, Punkt. Sehr gut. Wenn sie jetzt hier gestanden hätten, hätte ich ein bisschen schade gefunden. Wade Barrett. Sehr schön. Hier oben, schön, ein Umbrella. Da ist die Kamera. Da ein schönes Umbrella-Zeichen. Das ist übrigens eine sehr schöne Schrift, muss ich sagen. Guck mal. Das sieht gut aus, ne? Wirklich eine schöne Schrift. Und hier ist noch ein Akku. Andersrum. Ach, diese verkehrte Perspektive. Wie muss ich denn jetzt? So muss ich. Und dann da. Da seht ihr noch einen Akku. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das kommt natürlich alles zu meinen Zuschauerpost-Ordner, den ich hier habe. Da kommt alles reingeheftet. So, jetzt wollen wir gucken. Ich habe hier zwei Spiele. Wahrscheinlich. Ja, über Geschenke. Es fühlt sich an wie Spiele. Das ist auch Filme. Könnte auch Filme sein. Ich nehme als erstes dies hier. Jetzt kommt's. Also ich habe jetzt hier den zweiten Teil von etwas bekommen. Wenn das andere jetzt der erste Teil ist, habe ich mich natürlich jetzt wieder ein bisschen gespoilt. Also erstmal vielen, vielen Dank. Das Spiel ist sehr geil. Und das wird als Let's Play kommen. Was soll ich anderes sagen? Aber da kann ich jetzt so wirklich nicht sagen, wann. Ich habe jetzt noch so viele Projekte in Planung. Aber ach Leute, ich zeige es euch jetzt einfach mal. Guck mal. The Walking Dead. Episode 2, wohlgemerkt. Und deswegen habe ich jetzt eben gerade schon gedacht, wenn das andere jetzt Episode 1 ist, wäre natürlich der Hammer. Aber ich habe beide Spiele noch nicht. Aber wenn selbst was anderes ist, bin ich das Foto. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Und sogar die Uncut-Version. Deswegen hat es geklappert. Die DVD war halt rausgerutscht. Aber ist ja kein Problem. Oh, Wahnsinn. Leute, wenn ihr dieses Spiel noch nicht kennt, ne? Also das ist praktisch, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Dip, dip, dip. Jetzt ist schon wieder das Virenprogramm. Es tut mir leid, dass es jetzt dadurch unterbrochen wird. Entfernen das mal. So, ja, also es gibt ja eine bekannte Serie mit Zombies, ne? The Walking Dead. Und dies ist praktisch ein Videospiel zur Serie, wenn man so will. Also es sind einige Charaktere, die in der Serie teilweise vorkommen. Gut, obwohl in der zweiten Episode eigentlich nicht unbedingt. Aber nichtsdestotrotz ist der Hintergrund natürlich schon auf der Fernsehserie. Basiert auf die Comics, kann man sagen. Es gibt nämlich Walking Dead Comics, kann ich euch mal... Kleinen Moment. Ich stehe ja gerade hier an der Quelle. Kleinen Moment. Ups. Das hier ist die Comic-Reihe. The Walking Dead. Ne? Gute alte Zeit ist der erste Band. Den habe ich mir irgendwann mal geholt. Vielleicht
kleine Eindrücke kann ich euch einmal hier zeigen. Das ist die Comic-Reihe The Walking Dead. Eigentlich eine sehr, sehr coole Comic-Reihe. Habe ich schon angefangen mit dem ersten Band. Ich denke mal, ich werde mir noch weitere Bände holen. Ich bin ja so ein Sammler. Und das ist praktisch jetzt zur Comic-Serie, wenn man so will. Eine Verfilmung. Eine Verspielung. Eine Verspielung, ja, auch nicht schlecht. Und sehr, sehr geil gemacht. Sehr emotional, wo man wirklich harte Entscheidungen treffen muss. Und es ist teilweise echt nichts für schwache Nerven. Also vielen Dank. Das wird auf jeden Fall kommen. Und jetzt bin ich gespannt, wenn ich jetzt hier noch Teil 1 finde, ne? Oder wenn es was anderes ist. The Walking Dead Episode 1. Wahnsinn. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das ist super. Oh, geil. Das finde ich eine richtig geile Überraschung. Da habe ich nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und natürlich werde ich es dann in der chronologischen Reihenfolge Let's Play. Also erstmal spielen wir zusammen Episode 1 und dann kommt Episode 2. Ne? Also The Walking Dead. Hammergeil. Ich danke dir. Du hast jetzt ja auch nicht im Vorfeld gefragt, ob ich die Spiele schon habe. Also du musst irgendwie davon ausgegangen sein, dass ich die nicht habe, beziehungsweise vielleicht habe ich mal irgendwann erwähnt, dass ich mir die holen will, aber noch nicht habe oder so. Kann sein, dass ich das mal irgendwo erwähnt habe. War mutig von dir, weil ich bin ja großer The Walking Dead Fan und die hatte ich tatsächlich noch nicht. Aber vielen, vielen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Das ist eine super Sache. Ja, ich bin schon wieder baff. Also in letzter Zeit werde ich mit Geschenken überhäuft und mein Gewissen, das geht immer weiter in den Keller. Ganz ehrlich, was ich an PlayStation 3 Spielen jetzt in letzter Zeit bekommen habe allein, da ist so ein Wert drin. Ich habe, glaube ich, mehr PlayStation 3 PlayStation 3 Spiele geschenkt bekommen, als ich mir selbst gekauft habe inzwischen. Das ist Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, vielen, vielen Dank und falls ihr euch genötigt fühlt, mir auch was schenken zu wollen, kann ja sein. Es muss nicht unbedingt so was Neues sein, so PlayStation 3 Spiele, gut, das ist jetzt auch nicht mehr das Neueste, es gibt ja schon PS4, aber trotzdem ist das Geld, ne, da steckt ja richtig Geld drin. Also es kann auch was Altes sein, wenn ihr irgendwie ein altes PlayStation 1 Spiel oder Super Nintendo Spiel rumliegen habt oder sonst irgendwas, was ihr nicht mehr gebrauchen könnt, obwohl ihr denkt, der Alex kann das gerne gebrauchen oder der kann das noch verwenden und ihr wollt mir das gerne schicken. Dann schreibt mich bei YouTube an, als PN am besten, oder bei Facebook auf meiner Seite AlexFlattermann85 zu meinem Kanal. Da könnt ihr mir auch gerne Nachricht schicken und dann werden wir das geregelt bekommen. Dann bekommt ihr meine Adresse und dann werdet ihr auch erwähnt. Dann mache ich gerne ein Unboxing, wenn ihr das möchtet und verlinke euren Kanal. Das ist alles kein Problem. Und ja, damit ich euch ein bisschen was wiedergeben kann, so gesehen. Ne? Also vielen, vielen Dank, Wade Barrett 91 oder 91. Wie auch immer du gerne ausgesprochen werden möchtest. Jedenfalls, für diese beiden Spiele danke ich dir von ganzem Herzen. Jetzt seht ihr es nochmal. Es ist wirklich so. The Walking Dead Episode 1 und Episode 2. Dankeschön, das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ja, bleibt mir treu. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.